Hallo Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück bei Chronoträger. In der letzten Folge haben wir es nach dem zweiten Anlauf geschafft, unsere Missus der Lakaien von unserem ach so berühmten Hexer auszuradieren. Die Zauberin oder den Zauberer haben wir leider erst beim zweiten Anlauf geschafft. Ja, so was wir es jetzt mit jedem Lakaien irgendwie erst beim zweiten Mal geschafft haben. Und ab jetzt können wir uns hier teleportieren. Ganz toll. Wir haben aber wieder Gegner noch unterwegs. Aber die schalten wir hoffentlich schnell genug aus. In der Hoffnung auch, dass wir keine Magie verwenden müssen. Aber jetzt haben wir eigentlich als Gegner meines Wissens nach nur noch Atze und ich glaube Magus. Ey, jetzt kommen aber mehr Gegner, was ist denn Scheiß? Schneller, das muss schneller gehen! Immer feste drauf da, Robo. Wo muss das? Ach Menno, da kommen ja noch mehr. So, der erste ist schon mal futsch. Der nicht, wahrscheinlich. Ach, die haben geheilt. Ich dachte, das waren nur die bekloppten Fledermäuse. Der wird noch überleben, so ist klar. Nee, 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 nee. Ja, yeah, der ist futsch. Wenn nur noch einer zaubern kann. Puh, was soll's. Es läuft, würde ich mal sagen, wa? Bosch und Robo ist eine Stufe höher. Weil das Lustige ist ja auch, dass die Mädels hier auch Stufe 21 und 20 sind. Also ich frage mich, ob die automatisch mitsteigen. Mal. Okay. Okay. Ey, nein, 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 ey. Überschallrollator, den wollte ich, genau. Nicht den Turbozyklon. Ey, lass doch mal die Scheiße. Ja, die Gegner von 6 ausgeschalten, so muss das auch sein. Nebelrobe. Ah ja. Na dann, nee. Nee. Nebelrobe. Oh, würde ganz schön gut was allerdings machen. Ah, wenn hier die Goldrüstung ist. Ah, ich hab's gewusst. Okay, passt. Hallo Atze. Ihr habt es also bisher geschafft. Suya. Mayu. Ja, die kommen nicht nochmal. Ich fürchte, die werden dir nicht mehr helfen können, Atze Rabbit. Du fliegenfressender, quakender. Oh, oh, gar nicht gut. Du entkommst uns nicht. Na dann hinterher da. Ach du Scheiße,
Willkommen. Hallo? Ein Dunkelpanzer. Ausrüstung, danke. Ja. Ja, machen wir so. Feuerschaden. Hey, nicht schlecht, doch was haltet ihr hiervon? Ja, Freundchen, ich bin da. Was? Unmöglich! Todesklopf. Ja, das ist doch bestimmt für... Hier. Jo. Ja doch. Sehr fein. Leider leer. Ich frage mich eigentlich, ob es hier dann noch mehr Sachen gibt, die man hier irgendwo einsammeln könnte. Also ob es hier was Verstecktes gibt, aber... Ledermäuse. Hier gibt es schon mal nichts. Hier bei Super Mario mäßig, oder was? Hallo? Merkwürdig, merkwürdig. Ah, hier kommen mal ein paar Gegner. Die geben nämlich gerade echt alle irgendwie ein bisschen auf den Zünder. So, mal gucken, und wenn du den Jongleur angreifst, hoffentlich verlierst du da nicht all deine Magiepunkte. Aha, Feuerschaden habe ich halbiert. Nein, Robo, nicht doch. Ach, bist du blöd. Na gut, das war jetzt gerade doch etwas einfacher Gegner. Frosch hat Heilung gelernt. Ja, na endlich. Scheint es irgendwie nichts zu geben, ne? Nur Gegner. Ich will ja auch die Gegner nicht platt machen. Nö, keine Bock, ganz ehrlich. Fertigkeit denn? So, einmal geschleckt, nie mehr gestoppt. Ah ja. Ey, was war das für eine Scheiße gerade? Ich muss sagen, genau so habe ich früher eigentlich die Melodie noch mal nach... Nein, nicht genau so schlimm, aber auch ähnlich immer so. Weil man muss ja irgendwas in der Zwischenzeit tun, ne? Also, wenn sowas wie Ablenken wie Hausaufgaben oder sowas, das hat man ja nicht gemacht bei so einer Kacke. Apis. Medium Ether. Hier haben wir definitiv irgendwie... Teleportationstechnisch irgendwie eine Scheiße am Start, wa? Das sind jetzt Lapis. Oh ja. So, gucken wir mal was. Was das ist? Nein, das sind Gegner. Das aber für Gegner, frage ich mich jetzt gerade mal.
Was wäre passiert, wenn ich die nicht besiegt hätte? Okay, das ist nichts zum... Ah, das war ein Teleporter. Schon wieder. Oh nee, muss ich auch noch immer unterschiedliche nehmen oder was? Ich meine, die Chance steht 1 zu 4, ne? Hier wieder einer, ja. Auch Gegner, na super. Frage. Hier? Ah, hier können wir speichern anscheinend. Sicherheitshalber, weil wir sind ja schon ein bisschen weiter gekommen. Hat er jetzt gespeichert? Ja, da. So bleibt mir noch das Ding als Teleporter. Gehen wir lieber hier so rum. Vielleicht. Ja, direkt auf den Zug gehen. Rechts an der Wand wird wahrscheinlich auch nochmal was sein. Ah, ich hab's gewusst. Ah, nochmal Gegner. Wenigstens bleiben die Falltüren, die wir schon aktiviert haben, offen rumliegen. Also irgendwann wird er ja keiner mehr haben. Gehe ich mal stark von aus. So, wie komme ich jetzt hier rauf? Jo. So, Freundchen. Oh, nee, echt jetzt? So, nochmal da lang. Das ist speichern. Oh, diesmal sind da die Gegner. Einfach in der Mitte durch. Oder auch nicht. Oder diesmal unten zuerst gucken. Hey, hat geklappt. Was? Unmöglich! Nochmal. Alter, der ist ganz schön schnell. Also. Das Ding explodiert. Nicht den da. Echt jetzt? Könnte man dem nicht irgendwie ausweichen?
Geh bloß weg, du scheiß Murmel. So. Ich will so wenig Gegner wie möglich angreifen. Noch so eine Murmel. Nein! Das trifft doch noch von da hinten, wa? Kriegst du die Krise mit so einer Scheiße? So. Wir haben es geschafft. Dann sind wir denn endlich mal oben angekommen. Ja? Joppa, immer drauf der Frosch. Yo, Chrono! Oh Gott, hier kommen immer mehr Gegner. Warte mal. Oh, ich wollte gerade mal gucken, ob Marle nicht doch schon mal Level und sowas gestiegen ist, aber. Aber die sind ja nur echt einfach. Ey! Hä? Warum trifft es jetzt nur die beiden? Ganz am Anfang ist es so, dass die magische Abwehr, ne? So, dann Blitz. Mal gucken. Weil ganz am Anfang echt die magische geschwächt. Oh, jetzt haut der da mal drauf. Ja, das ist alles. Gereicht haben. Jo. Ah doch, guck mal, die Mädels, die steigen auch an Level. Das ist schon mal fertig. Schön. Ey, da ist eine Truhe. Ich will die Truhe, ich will die Truhe. Lass doch den Scheiß jetzt. Boah, vier von der Sorte. Echt jetzt? Agua. So, oben rechts und unten links muss ich dann jeweils. Durcheinander kommen mit dieser Scheiße.
klar, dann müsste er hier der auch platt sein, nachdem Krone zum Schluss angegriffen hat. Jo. Frosch ist eine Stufe und Robo auch noch. Was? Unmöglich! Mist, kein Nachschub mehr! Jo, hast du nicht mehr, Freundchen. Und ein Tempogürtel, na gut, den brauchen wir noch nicht. So, dann gucken wir mal. Kommen hier nochmal Gegner? Na klar, kommen hier nochmal Gegner. Ey! Das hat gerade hier auch mir den Schädel ein. Na, hätte ich das hier wusste, dass der so einen scheiß Spezialschlag hinkriegt. Ja, da sind nochmal welche. Oh, noch echt, ey. Konter-Kombo, echt. Geht aber auch nur, weil der Zauberer da ist, oder? Stufe aufgestiegen, oder? Jetzt gibt's hier noch was mit Rot, okay. Au, oh, Blitzgar gegen alle. Ich versuch's einfach mal. Okay. Läuft, würde ich mal sagen. Es ist bald soweit. Wir treffen dann auf den Hexer. Das ist das letzte Mal, als ich auch das Spiel gespielt habe, muss ich sagen, habe ich nicht alle Charaktere bekommen. Fällt mir, glaube ich, ein. Da hinten. Aber diesmal Athenes Träne. Ach, ist egal. Noch eine Nebelrobe. Hier. Ein Zauberschal. Aber die Nebelrobe, die könnten wir ja gleich schon mal. Ja. Cool. Schade. Okay. Na dann. Atze. Das war's, Atze. Euer Pech, dass Lord Magus die Zeremonie mittlerweile längst abgeschlossen haben sollte. Welche wollt ihr wissen? Ich sage nur, Lavos. Ihr werdet mich niemals besiegen. Niemals. Meine Barriere hält alles ab. Ich bin unverwundbar. Was für eine Barriere? Ey. Ja, das kann ich nie angreifen. Ha! Daneben! Und man hier. Ach, das sind immer die Hebel, die man da. Ach, da sollte wohl jemand mal Zielwasser trinken. Ich mache einfach mal weiter. Weil wenn die Möglichkeit schon gibt. Haha, daneben! Ah, das ist ja riesig. Bitteschön. Oh, er weiß selbst nicht mal mehr, wo die Falltüren sind. Okay.
Die Frage, ist er wirklich tot? Wie tief ist er eigentlich gefallen? Ich glaube, bei dem waren einige Schaltkreise durchgebrannt. Bosch, wir haben keine Zeit zu verlieren. Los zu Margus. Nein! Okay. Ja, meine Lieben. Ich würde mal sagen, wir sind am Ende einer Folge angekommen. Ja, doch, sind wir eigentlich. Denn in der nächsten Folge werden wir uns dem Hexer gegenüberstellen. Ja, und da wird wahrscheinlich so einiges auf uns zukommen. Mal sehen, ob wir den Kampf überhaupt schaffen werden. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Chronoträger. Ich würde mich natürlich darüber sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst oder etwas in die Kommentare schreibt. Ansonsten sage ich nur noch ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.